Dam, dam, da, aufstehen, Scooby. Ein neuer Tag bricht an und es regnet. Tja, wo ist denn die Sonne hin? Ich glaube, ich habe sie weggelesen. So etwas Ähnliches habe ich geträumt. Ich hatte einen Traum, ne? Dass Toske mich töten wollte. Das war ein weirder Traum. Mit gar nicht so abwegig. Mit so einem. Fischerhaken in der Sichel. Wagenheber. Nee. Du musst mir auch ein bisschen helfen. Diese Beile, was Schlachter haben, um die Knorren so kaputt zu machen. Und ich weiß nicht, warum sie das damit machen wollen, aber das wollte ich. Ich kann mir auch nichts vorstellen, Kusche. Wo war hier der Flugpunkt? Das fällt mir jetzt so. Irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie ist es zu einem Konflikt gekommen. Ich weiß nicht warum. Und. Jedenfalls, ich hatte so ein Messer und sie hatte ein Messer. Und ich wollte sie so halbherzig nur so, ne? Ich wollte nicht wirklich böse sein, sondern hab so schon ein bisschen noch gemacht, ne? Warte mal, wo müssen wir hin? Nordwacht? Ja. Ich denke, das ist es. Okay. Aber sie hat dann immer voll hart, brutal, mir gleich übelst eine verpasst und ich dachte, oh Gott, wenn das so weitergeht, bin ich zu stark geschwächt, dann kann den Kampf nicht mehr gewinnen, ne? Weil ich Gott. Jedes Mal einen bleibenden Schaden habe und auf Dauer geschwächt bin und sie nur so Kratzer und so. Dann dachte ich, jetzt muss ich auch herangehen. Und da, auch so, ne? Und dann ist sie richtig pisst geworden. Und ich hab so Angst gekriegt. Oh Gott. Und ich habe das Katana verzweifelt gesucht und nicht gefunden. Dann wollte ich mich durch das, hab mich im Badezimmer eingeschlossen, die Tür ging aber nicht zu. Dann habe ich die nur so angelehnt, in der Hoffnung, sie würde nicht überprüfen, weil sie annimmt, sie ist abgeschlossen, dass sie gar nicht testet. Guter Plan von mir. Und hab mich dann durch das Fenster gequetscht, das war super schmal, in Wirklichkeit ist es das ja nicht. Aber ich weiß auch nicht warum. Ich war zur Hälfte durch. Fett geworden. Und da ist sie schon durchs Küchenfenster rausgesprungen und hat auf mich gewartet. Auf der ist richtig wütend. Ja, holy shit. Bin wieder rein, aber mein Plan hat funktioniert. Das ist die Tür nicht überprüft. Und dann weiß ich nicht mehr, wie es rausgegangen ist. Jedenfalls war das kein guter Traum. A serious problem. Warum macht sie denn sowas? Und ich glaube nicht nur, dass das Ende dieses Traums fehlt, auch der Anfang fehlt. Ja, das weiß ich auch nicht, wo der geblieben ist. Ich sagte ja so, seit 2 Wochen ungefähr träume ich immer wieder von der Bundeswehr. Der Traum ist immer gleich aufgebaut. Irgendwas müssen wir machen und ich komme ein bisschen zu spät, muss meine Sachen aus dem Spind holen. Weil entweder sind die Sachen nicht im Spind drin oder ich habe den Schlüssel nicht dabei. Das ist voll komisch. Hätte das irgendwie das mal Unterbewusstsein mir irgendwas Spezielles sagen will? Wollen wir nicht zur Nordwacht? Ja. Und, wo fliegst du hin? Also ich bin in der Nordwacht. Ja, ich komme doch. Wie kannst du schon da sein? Du bist vorbeigeflogen, Kulte. Wir wollen nämlich südliches Brachland. Du bist bei Ehrenwacht, wenn du Baum. Bei mir steht da Northwatch. Ach, Scooby, die Nordwacht, muss das sein? Ich rephrasiere. Wir wollen zur die feste Nordwacht. Guck mal, Kolder, sind da überhaupt Quests für uns? Ja, wahrscheinlich. Nee, aber Kolder, wir wollen doch die Quests bei Dingens machen. Wo? Für Furry Animals, wer ist denn das bei dir wohl? Also wie ich das sehe, sind die alle bei mir hier. Ja, da wo du gerade lang fliegst. Nee, du fliegst nicht mehr, hä? Okay, dann stimmt alles. Nee, aber warum reitest du an den Quests vorbei? Ach cool, ich check das Spiel nicht. So, erstens reite ich nicht, sondern fliege noch. Und zweitens. Oder ich bin hier perfekt. Guck mal, die sind hier überall, die Mobs. Ja, komm, bei dir sind wieder zu wenig. Aber ich flieg da trotzdem hin, um es dir zu beweisen. Da bin ich mal gespannt.
Ich liebe solche All-In-Situationen. Ich bin gespannt, zu welchen Zeiten du Vorlesungen hast. Und ich bin gespannt, zu welchen nicht welchen. Ich muss da Vorlesungen halten? Und dann können wir das vielleicht so timen, dass wir immer ein bisschen früher kommen, weißt du, noch in eine Bibliothek abhängen oder so. Und, ich weiß ja nicht mal, wo das fucking Politikgebäude ist. Wenn einer früher schon hat, weißt du, dann liest der eine dann halt noch was durch. Jetzt gehen wir was essen. Und umgekehrt, ne? So ist man super fleißig. Und zwingt sich dazu, ne? Ich sehe schon, ich sehe da einen in der Bibliothek, der arbeitet dann irgendwie, keine Ahnung, an seiner WoW-Klasse, weißt du? Der übelste Mathematikbücher und alles. Der, boah. Dann sage ich, hey, kann ich dir vielleicht helfen? Spielst du WoW? Ja, schon ein paar 85er. Freak. Erzählst du über rum, der hat ein paar 85er bei WoW. Schon guckt mich keiner mehr an. Weißt du, auch noch so ein Typ, wieder mal Hornbrille und alles. Freak. Ich sehe das Bild vor mir, wie ich das super cool mit meiner Lederjacke stehe. Und da kommt so ein Typ. Er hat noch so eine Fliege, weißt du. Nimmt seine Bücher auch und geht dann weg. Und geht kopfschütteln zu seinen Kumpels. Die auch sauer sind. Oh man. Wo auch noch ein Mädel bei ist, das nur solche Spiele spielt, damit sie auch einmal wenigstens vom Avatar her hot aussieht. Ist doch so. Das ist wirklich so. Hodler. 40er nicht. Na egal. Here we go. Okay, ich habe alles getan, was ich konnte. Kirby. Nein, komm zurück, Solum. Slonum, also ja. Ach, deswegen hat er nicht gehört. Guck mal. Ist er nicht von mir. Hast du eine Heals weg? Wow, cool. Du bist eigentlich ziemlich cool. Danke. Ich habe noch kein Yeezback, ich habe noch keine Dressback gekauft. Warum hast du das nicht gekauft? Hast du eine gekauft? Na sicher. Und ich brauch sie nicht mehr. Ehrlich? Und warum sagst du nichts? Ich habe dir doch gesagt, oh, Dualspack kann man sich jetzt kaufen. Kostet nur 10 Gold. Ach. Oh, cool. Ich weiß es aber nicht. Es könnte schon sein, dass ein Resto schon mal ein höheres Skillcap hat. Durch diese Schocks und sowas dann alles machen kann, um Leute zu slowen bei Bedarf, Angriffsgeschwindigkeit zu reduzieren. Mhm. Meinst du, er könnte eine richtige Option sein, auch für Arena? Ja, ich glaube schon. Oh. Ja. Was? Eisenvorkommen. Ja.
Oh, danke. Bitte, bitte. Du hielst echt gut. Danke. Ja. Oh, die haben wir jetzt, ja. Jo, wir müssen hier durch. Also müssen ist vielleicht auch übertrieben, aber... Vielleicht kann man das ruhig schon abgeben. Hm. Ich will aber gar keine Belohnung haben. So. Oh nein. Würde dem hast du aber gegeben. Der labert dich nicht mehr blöd von der Seite an. Ja, vielleicht können wir einfach mal unsere Sachen verarbeiten und dadurch aufsteigen. Hat der Mann hier einen Amboss? Oder ich habe überhaupt nichts zum Verarbeiten. Oh. Das ist alles in der Bank. Oh. Na gut, aber das ist dann unser Weg, doch noch das Level für dieses Level zu erreichen. Was bei Käuferkunden immer noch problematisch ist. True. Das ist so schön tropisch hier. Ja, und Zauberraub habe ich auch. Also nicht Zauberraub, sondern... Also ein Dispel, ja. Hey, hab ich ja mit dem Lock dann auch. Meinst du, Best-Schamane, Lock, Unholy Death Knight ist super awesome? Ja. Oh, glaube ich auch. Wie konnte das Ding gedamaged werden? Naja. No shit in it. Ja, ich glaube, das sind zwei super awesome Kombos. Oh. Die wir dann haben. Das Gute ist, Toske muss nur in Todesritter spielen. Aber es ist eine coole Hütte, er hat. Hallo, ein Bart. Ja. Oh. Oh. Cool. Hm. Ach ja, hier hat man diesen Stab drin in dem Typen. Mein Pet muss ich hier mal heilen. Ah, das kann ich machen. Okay, Botschafterin. Cool. Ich kann schon dispellen, aber ich habe noch keine Markus gebaut. Aber Magieeffekte kannst du noch nicht dispellen, oder? Das könnte stimmen. Hier muss irgendwo der Ambassador sein. Oh, ich habe ihn. Wir haben Company. Jupp, ich dodde. Hm.
Den deute ich einfach auch mal mit. Keine Zeit zu looten. Wir sind am Level. Bitte mach ihm was weg. Los, bin schlipp. Kommen Sie. Bitte, die Verhandlungen liefen nicht nach Plan. Yeah, I don't care. Ich frage mich immer, wie die NPCs unbemerkt aus solchen Gefilden wieder rauskommen. Ja. Ich frage mich, wer diesen Weg hier geflossen hat. Ja, ne? Ich meine, das Brachland sah mal komplett anders aus. Vielleicht war der Weg trotzdem schon da. Das könnte sein. Das möchte ich nicht anzweifeln. Diese Goldstraße gab es ja da. War die breiter? Ich glaube ja. War auch nicht mehr so gut gepflastert, glaube ich. Das war mal die Goldstraße gewesen, von alten, glorreichen Zeiten. Die Zeiten waren glorreich, ja? Die Baukunst nicht. Guck mal, dieses Dornengestrüpp hat das ja alles gemacht. Das hat einfach die Bäume überwuchert. Meinst du, das von diesem... wie heißt es denn? Ratzhorfen-Dings da. Der sei, ne? Aber... Oh, shit. Jimmy, nein! Knacker! Er versucht sich frei zu schießen. Jeder schön wie ein Kumpel da. Das ist der schwarze Peter. Erzähl mir die Geschichte, schwarze Peter. Der heißt im Englischen Old Dirty Pete. Nein, ausgerechnet Old Dirty Pete hat's erwischt. Vielleicht müssen wir erstmal die Quest mit den Schiffen da machen, weil wir hier gar nicht mehr hinkommen. Ja, kann man machen. Dann kannst du eigentlich auch bei Terramor kurz Dual-Spec holen. Okay. Ich denke, wir können da hinreiten. Ich biete mich Ihnen als Führer an. Ah ja, was ich noch erzählen wollte zu Hitlers Schädel. Ja. Was ja die Russen angeblich gefunden hätten. Jedenfalls, die haben ihn gesucht, weil sie diesen nachweisen wollen, dass er sich durch Gift getötet hat. So. Jetzt haben sie aber einen Schädel gefunden mit einem Einschussloch. Das war ganz ungünstig. Das hat der KGB dann verschwinden lassen. Oh Gott. Und das ist jetzt erst vor ein paar Jahren aufgetaucht. Hat der FSB irgendwie veröffentlichen müssen oder gemacht, ich weiß nicht genau. Und nun wurde dann irgendwie mal so ein Forscher aus den USA und der hat einfach ein Stückchen davon mitgenommen und mal analysieren lassen. Und was kam raus? Von einer Frau, der Schädel. Da haben die Russen die ganze Zeit Panik geschoben mit dem falschen Schädel. Mein Gott. Tja, und das heißt, er könnte auch in Südamerika sein. Denn der Beweis ist noch nicht erbracht. Ich habe die Location von Terramor falsch eingeschätzt. Ja, man kann ja fliegen. Ist es trotzdem nicht so weit? Ich will mir ein Eis im Flug. Boah, ich möchte mir auch gerne eins holen, aber ich kann nicht. Ich kann da nicht schon wieder was Süßes essen. Oh. Uns einmal übertreibt mit Süßigkeiten, kommt man da doch nicht mehr wieder weg. Oh.
Es sieht so cool aus hier bei Nacht. Arena ist, glaube ich, um 11:30, Alter. Mhm. Ich erinnere mich an die gute alte Zeit, dass ich noch 1000 Gold dafür ausgegeben habe. Für mehrere Charaktere. Und nicht nur für meine, sondern auch für die von Scooby. Fand ich auch nicht geil. Ach cool. Jetzt war doch eine schöne Zeit. War eine schöne Zeit. Da waren die Respecs teurer. Mhm. Heute weiß ich auch, warum ich mit meinem Parler so auf Respecken musste. Mal Tank im Arena, mal Healer, mal Retri, weil Koja nicht ums Deck wollte. Ich war Arcanage. Der war auch overpowered. Da lässt mir aber nichts anderes sehen. Patch dann günstig, ne? Cool. Leute, Hex gibt's erst auf Stufe 80. Hast du dieses Erdschild jetzt schon Insta? Wenn ich, ja. Nice. Wenn ich Resto-Respect bin, habe ich das auch Matsch. Ich speck das gleich im Flug, wenn das überhaupt geht. Geht das? Bestimmt. Ist das Adam sein Schurke? Ja. Welches Level ist er jetzt? Hm. 85. Ne, ist ein Druide. Natürlich ist es ein Druide. Okay. Der Name kam mir auch bekannt vor. Ach so, ja. Im ersten Ding kriegt schon mal ein Schamane 10% weniger Damage, während er castet. Das ist overpowered. Wenn ich mir das überlege, machst du vielleicht Elementarschamane. Ach so. Und dann? Auch alles Tier 1, gewirkte Heilung um 6% erhöht und erhalten um 15%. Holy shit. Oh mein Gott. Hallo, die Mastery ist ja krass. Je weniger AP das Ziel hat, desto stärker ist die Heilung. Oh.
wenn die Gesundheit unter 30% gesenkt wird, kriege ich 15% mehr HP. Na okay, aber ich finde, irgendwie ist gerechtfertigt, wenn man bedenkt, wie schnell die trotzdem noch down ist. Aber ist schon witzig, dass man dem Schamanen sowas geben muss, sag ich mal. Ja, wenn man Schock macht, hat der